attitüdenhaft vereinfacht, ist das, was Lacan sagt, dass das Begehren eine so irrwitzig verwickelte und verschlossene Struktur ist, eben das Unbewusste, das sich sicherlich nicht in den Anspruchs- oder Bedürfnisbefriedigungen zeigt, denn das ist das falsche Futter, das zurückgewiesen werden muss, sondern das in gewisser Weise immer paradoxal invers funktioniert, komisch, witzig, unerwartet, in der mentalen Anorexie dasjenige zurückzuweisen, was es eben nicht war an falscher, pappsatter Liebe, an einem zu viel an Lust, an einem zu viel an abgespeistem Essen oder sogar einem zu viel an auffressender Liebe. Ein Signifikant also, dass es fortan nur noch das reine Nichts ist, als mentale Anorexie, als einen Mechanismus, eben wie das Unbewusste funktioniert, nämlich all die Momente, in denen die höchste Not, die höchste Paradoxie, die höchste Unmöglichkeit, die Unlösbarkeit herrschen, etwas zu verwerfen oder zu verdrängen, als im signifikanten Netz, das dann ermöglicht, eine letztliche Reintegration der Eigensouveränität aufrechtzuerhalten. Wir stimmen Lacan zu, dass dies nur über die Rekonstruktion dieses signifikanten Netzes beim Sprechwesen gelingt, denn ein Tier hat kein Begehren, es gibt kein paradoxales Begehren beim Tier. Begehren ist immer paradoxal aporetisch. Aber wir glauben nicht, dass das nur in der Übertragungsdeutung geht, in dem Widerstand Analysen nicht der Egolytiker amerikanischer Machart, sondern in diesem hegelischen Modell der Frustrationen oder des phobischen Annäherns zwischen Gratifikation und Frustrationen bei Freud, eben alle diese Liebesansprüche des Analysanten nicht mehr mit dem falschen Objekt abgefüttert zu werden, sondern als das authentische Subjekt genommen, gesehen zu werden, das eben ebenfalls zurückzuweisen ist, was auch Freud so weit getrieben hat, nämlich Widerstand als das zu erkennen, was die Arbeit hemmt am Signifikanten, an der Rekonstruktion dieses unbewussten signifikanten Netzes und somit der Patient in der Liebesübertragungsneurose diese Arbeit zu verhindern sucht, um den Schmerz und die Angst nicht wieder zu erleben, welche es notwendig machte, diesen Teil seines Seins zu verwerfen. Und die Rekonstruktion gelingt natürlich immer nur approximativ bis zu mythischen Konditionen des Seins, wie dem Ödipus-Komplex, dem Verlust des Phallus oder das, was wir das Protum Pseudos nennen, was nur in eine in die Zukunft verlegte Vorvorzeit mythisch dann reartikuliert werden kann. Aber wir glauben nicht eben, dass das nur über das Modell des Dritten à la Hegel oder Lacan funktioniert, sondern wir glauben, dass Freud selbst bewiesen hat, dass es über die zähe Durcharbeitung der Signifikanten bis zu ihrem bitteren Ende ebenfalls gelingen kann, ein Subjekt auf die Spur seines vermaledeiten Seins zu bringen, um die Löcher in dem Reusen der signifikanten Netze an manchen Stellen wieder zu flicken und die zwangsneurotische oder hysterische Abwehr zu invertieren, umzudrehen und das denkende Subjekt dazu zu bringen, alle Viere von sich zu lassen, mal ein wenig artig zu sein,
indem er nicht die falsche Sau rausließe oder mal ein wenig weniger negativistisch zu sein und verführerisch und mit allen Mitteln der Finden des höfischen Verführungsdramas davon abzulenken, welches NOI, welche Genießensunfähigkeit auch hier herrscht. Punkt, Punkt, Punkt. Jetzt verzetteln wir uns wieder. Es geht nur darum zu sagen, dieses verflixte, sich zäh verbergende Etwas, denn es hat die Funktion von vernarbten Knoten, Strukturen, die das Gesamtsystem neurotisch aufrechterhalten. Und das lässt sich so leid nicht aufdröseln, gelingt nicht nur über das subsumierte Modell der zeitlichen Antizipation, der Skandierung, der Frustration des Anspruchs des Subjekts in der Übertragungsdeutung oder in der Übertragungsanalyse, sondern sie gelingt ebenfalls in einer allerdings zeitlich viel anstrengenderen signifikanten Analyse. Wenn dem nämlich nicht so wäre, hätte Lacan im 23. Seminar gar nicht auf Joyce und das Symptom als eine neurotische andere Seite des Symbols, des Symbolischen referieren müssen. Egal ob Joyce selbst wusste, was er da schrieb, er hat wie andere auch in seiner dualen Struktur die Chiffren seines zweiten anderen befragt, das ihm antwortete mit den Stimmen, die sich in seinem Schreiben erzeugten, oder wie Parmenides, der sich auch nicht an den dritten anderen wendete, sondern eben die Abwehr hatte, das Begehren des anderen über die zweite in dieser selbst zu verorten, als Verleugnung oder Verwerfung, dass die Mutter kastriert wäre, als die Aufrechterhaltung eines dualen, unbewegten, immer ewigen, stabilen, mütterlichen Urozeans. All dies sind Chiffren, die manche verwenden in ihrer Struktur, dass die Götter oder die Göttin bei Parmenides dann zu ihnen spricht oder die Stimmen dann im Schreiben ihnen kommen. Das sind ebenfalls selbstanalytische Prozesse, welche aufgenommen werden können und welche dann in einer Durcharbeitungsanalyse zu weit zu ebenfalls knotenlösenden Prozessen führen könnten. Aber Lacan hat sich in seinem Modell auf das Dritte, auf das Terniere gestürzt. Und strukturell, prinzipiell hat er recht und er hat auch recht damit zu sagen, dass Analyse nicht in Verhaltensänderungen, in Additionsänderungen, in Denkänderungen der Kognition liegt, sondern eben in der erstaunlichen Erfahrung dessen, was die Signifikanten mit uns anstellen, die uns sprechen. Denn nur das ist der Anfang jeder Analyse, zu erkennen, welchen Gesetzen dieses Sprachnetz, das uns spricht, unterliegt.